So, liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen, neue Runde vom LS22 Multiplayer auf der NF Barsch, hier zusammen mit Vulkanschnecke, moin. Moin? Ja, Vulkanschnecke hat die Sprache verstärkt, ist wahrscheinlich wieder raus aus dem Discord. Minikoli, moin. Nee. Moin. Achso, wieso geht der Discord nicht? Wollt's nicht moin sagen? Hallo, jetzt hören wir dich. Florian, moin. Ja. Moin. Sag Faust, moin. Moin gesagt, laut moin. Pascal, moin. Moin, moin. Ja, unser ne, kleiner Imbissladen hier mittlerweile beim letzten Mal zum Ende hin wurde hier noch eifrig Bier hingebracht. Immerhin eine Kiste Bier steht hier in der Ecke und hier in der Ecke. Nur leider ist der Laden noch nicht ans Stromnetz angeschlossen und dementsprechend gibt es nur warmes Bier heute. Oh. Dann warten wir halt bis sofort fertig sind im Arbeiten, dann wird es bis dahin wird's ja, sehr kalt sein. Ich denke auch um 11 gibt es Strom und dann glaube ich, dann wird das Bier auch kalt hier und wird auch produziert. Machen wir lieber die Tür zu. Gerade eben wollten die Jungs schon den Laden stürmen, hier das Bier klauen. Du kamst ja nicht wieder raus aus deinem Laden. Ich komme nicht wieder raus. Eingesperrt. Ja, Currywurst und Pommes. Demnächst wird es noch einen weiteren ähnlichen Laden geben. Aber dazu dann vielleicht morgen Abend schon mehr. Muss man mal gucken, also Livestream-technisch. Ne? YouTube, wenn man das auf YouTube sieht, sollte es den weiteren Laden eigentlich schon längst geben. Weil dann sind wir ja schon Anfang April, sind wir da ja schon. Gut, ja, wir haben Feld 78 vor uns. Wir sind da beim letzten Mal angefangen, haben Vorgewände gemacht. Da werden wir gleich, also wir sind jetzt zu 6 erstmal zum Start. Pascal und Black Forest wollten erst ein paar kleine Produktionsangelegenheiten machen, Eisfabrik kaufen, ein bisschen beliefern mit Wasser und ich weiß nicht, ob wir alles andere schon haben für Eis am Stiel und Waffeleis. Glaube ich nicht, oder? Aber seht ihr dann ja. Und Bienenstöcke sollen auch irgendwo hin, ne? Ja, wenn nicht alles hätten, würden wir sie ja nicht kaufen. Das ist in ausreichender Menge, aber ist das nicht alles verkauft? Bin ich mal gespannt, ob wir beides gleich zum Laden, alle drei Schienen gleich laufen in der Eisfabrik. Also Obst haben wir nicht verkauft. Ja gut, und Waffeln, Eis und Mehl und hier Eier und Holz haben wir ja auch. Zucker Bretter. Haben wir nur ein bisschen wenig, Pascal. Ja gut, aber das produzierst du ja schnell. Ja. Ja, einmal mehr. Wir haben 26 weitere, also eine riesige Baustelle. Ne? Also 51 offene haben wir aktuell. Aber egal, wir selbst in den Drescher und dann gucken wir mal. Du wollt mal wie fett sein und die Naja. Büsse voll haben. Meine Liste sieht ja schon meist besser aus. So, auf. Viel zu schön. Und Feld 78 ist nur der Start. Wir haben noch hunderte Hektar mehr zum Ernten. Das ist eigenes Feld, eigenes Land. Wir haben einige Missionen noch offen. So, ich würde sagen, mit 4 Mähdrescher schon. Wir sind jetzt ja. Ja. Kein Mähdrescher mehr frei. Ich bin hier noch in keinem Mähdrescher. Doch, was sind eigentlich? Da stehen 4 Stück am Du platzierst Pascal, oder? Nee, ich fahre gerade erstmal die Bienenstöcke zu den Plantagen. Okay. Soll ich die da rein platzieren aus? Dann soll's mal losgehen. Wenn du das gerne machen willst. Das ist mir egal. Ich hab das aber ja gerade vor ein paar Tagen bei mir auf der Karte gemacht. Aber könnt ihr auch machen. Ja, aber so wie die stehen ist, entweder muss man dann. Nee, die stehen noch beide. Einer muss anfangen und die andere müssen nachziehen. Müssen dann den Kurs nehmen. Weil ich habe jetzt schon einen Kurs gemacht, aber. Der links muss das machen. Warum will er denn nicht schon wieder rechnen? Ich schon nicht. Was mir auffällt, ist, das Spiel hat ja mal wieder keinen Ton. Oh, Körnschnecke, du musst. Aber das Obwohl, ich kann ja. Jetzt geht der Mikrofon ein, oder? Du musst F-Steuerung und Drehbar mal drücken, dann geht's, glaub. Normalerweise. Was war das? Was war das? Rechte Maustaste, rechte Steuerungstaste und die 3 auf der. Einmal drücken, da müssen die rote Linie kommen. Ja, ich weiß. Normalerweise habe ich das auch auf dem hier, auf dem, auf dem Controller-Ding. Aber auch da jetzt, ja, jetzt kommen sie. Vielleicht ist das irgendwie zeitverzögert. Jetzt wird es eingeblendet. So, nur Emojet, vielen Dank. Aber hören tut ihr mich jetzt, oder? Ja. Ja. Okay, ja, schon mal moin in den Livestream-Chat reingeschrieben, auch noch nicht, ne? Lieber Livestream-Chat, seid gegrüßt, mal moin. Und irgendwo habe ich auch ein Kick-Livestream-Fenster. Da ist eins, falls sich da auch jemand. Bei nur Emotes geht's ja nicht. Ich kann schon nicht schreiben. Ich schon. Du schon. Moderator und Streamer können schreiben. So, was ist denn jetzt hier? Motor starten. Also, Motor starten. Ich muss jetzt fünf Sound spielen, das müsste wahrscheinlich wieder ein Windows-Ding. So, das wäre jetzt mal eine Linie, die ich hier nehmen würde.
guck mal, wie weit wir kommen. Platzierst du jetzt die Eisfabrik oder was? Ich dachte, du machst das. Ich fahre dann schon mal Richtung. Ich dachte, dass Fett das machen wollte, oder? Nee, ich hab doch gesagt, mach ich da nicht. Ich fahre dann mal Zellstoff, Zuckerfabrik, Molkerei und so. Theoretisch schaffe ich es jetzt vielleicht beim Durchfahren vom Feld 78, aber ich, das Blöde ist halt, ich muss ja, da von hier ganz hin. Ich bin jetzt ja fast auf der Ecke hier, wenn ich das so noch mache. Nur gesehen, wir haben auch fast keine Butter, keine Sahne und sowas. Keine Milch. Ich dachte, das haben wir alles. Ja, das verkauft. Ja, dachte ich, glaube ich. Liter da. Ja, wenn ich. Aber für Crushed Ice können wir zumindest, das war ja auch bei mir, dass man zumindest mal einen Booster hat für die Fischer oder so. Und ja, du hast schon keinen Kuss, oder wie? Nee, ich bin ja gerade eben. Mit dass wir alles haben, meinte ich vorher eigentlich, dass wir schon alles produzieren. Ja, es würde sich so anders, ne? Von wegen, wir bringen alles hin, weil, ne? Und alles läuft. Ja, ich bringe auch alles hin, nur es wird dann halt sein, dass es dann wieder oben eine Stunde drin steht oder so oder zwei. Dann ist es ja noch schlimmer. Ich sag ja, wir wollen heute mal gefährt sein. Ja, das schaffst du also, ne? Ich bin weiter vorne, glaube ich. Hab nicht mehr so viel offen gehabt. Oh, hier ist ja einer mitten durchs Tabakfeld gefahren. Ja, das habe ich doch letztes Mal gesagt. Ja, hier als Abkürzung oder so, ne? Ich weiß auch nicht, wer das immer macht. Ich glaube, so muss das dann nicht funktionieren. Ich glaube, wir auch so viel Zeit haben, dass man rundherum fährt. Ach, passt doch nicht ganz. Ich verschieben uns nach rechts und links. Rechte Steuerung plus und minus auf dem Handfeld. Der zweite Fendresser ist auch ganz schön im Fall, ne? Das ist auch ein bisschen aber. Ich hol dann noch mal Bretter, Leerpaletten und die Eier, wa? Jo. 41 weiter. Da. Das ist ja echt fast so wie bei mir gewesen, als ich das erste Mal angemacht habe mit dem Booster. Jetzt wird es 55 weiter sein. Mhm. Wollen wir das Wasser noch mal auf, einstellen, damit das Playback noch mal runterdrückt. Machen wir oben das überhaupt aus, Produktinfo-Steuerung P, glaub, oder? Ja. Ja, ich brauche das jetzt auch erstmal nicht. Ich auch nicht. Heute brauchen wir das nicht. Nee, wir wollen entspannt dreschen heute Abend, wir brauchen nicht per Hektar reißen hier. Das ist ja wie gesagt erst der Anfang, dann haben wir einige Dresch-Missionen angenommen und ich glaube, wir haben ja auch noch eigene erntereife Felder, die auch noch dazukommen. Frei wollten wir ja. Ja, eins, also hier oben ist alles erntereif, 46, die 44, die 49. Und am besten muss man ja das, wir wollen ja auf jeden Fall 64. Wäre am besten, wenn wir das dann den Monat auch noch entweder Tag 1 und später Tag 2 Raps drauf bekommen würde. Ja, ja. Mal gleich mulchen und dann sehen. Ja, durchkommen und also hin und zurück kommen wir nicht mit den Dreschern. Ich hab jetzt 50. So, ihr könnt mir nochmal schreiben, Leute. Nur 9. Und selbst hier John hat ordentlich Moos rausgehauen. Ja, aber das hätte sich im Richard gewünscht und 60er Johnny jetzt ausgenutzt. Du auch immer. Moin Moin. Also Rolf Rudi, was war da los mit den Emotes? Das ist schon Johnny, ist ein Schwätzer. Ah ja. Heißt das nicht so bei euch da oben? Was denn? Dass man nur Moin sagt und die, wo Moin Moin sagen, das ist ein Schwätzer. Ach, ich weiß nicht, das hat sich jemand da überlegt. Wieso? Der sagt auch mal Moin Moin. Das ist doch richtig. Ja, Schwätzer, viel reden, so nach dem Motto, ne? Viel reden nach dem Motto. Moin ist nur kurz und knapp. Ich glaube, die kein Moin sagen, sind keine Deutschen. Ah, okay. Na, Abend. Alles klar. Deswegen bin ich immer Ausländer für dich. Ja, ja. Du sagst das Obst. Das könnten leider keine Norddeutschen sagen. Das hätten deine Nachbarn sein können, so wie die geschrieben haben. Das ist eine komische Sprache. Oder? Wer hat die geschrieben? Da waren Wade und die haben auch irgendwie so ziemlich süddeutsch geschrieben. Also das war keine Reiben, norddeutsche okay. Sprache. Oder Schreibweise. Das ist was Rechtes.
guten Tag. Verkehrt. Einmal. Okay, wo bleibst du? Wir brauchen Hilfe. Kaum Fußball bestimmt wieder. Ach so. Moin, alles andere ist Gesabbel, genau. Wir schnacken. Oh. 80%, um einmal durchzukommen, ne? Um Tisch schnacken. Hm, ich hab 72. Du bist aber doch auch am Ende, wieso hast du mehr drin? Dein Drescher schon kaputt. Ich mach mal den Abfahrer in der ersten Reihe und können dann mal abwechseln dann. Dann kann ich jetzt ja schnell in den Drescher springen. Mach das, sind da noch mehrere übrig. Einer steht unten auch nur rum. Wir haben doch gar keine Eier mehr, wer hat die denn verkauft? Weiß ich nicht. Ich bin bei, ich bin da etwas zu schüsselig. Auf der einen Seite braucht man das Geld für die Produktion und reicht das Produkt nicht mehr als Rohstoff, ich weiß es selber. Ja, die Butter und die Sahne hat ich verkauft, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass wir das Geld zusammenkriegen. Wie gesagt, mach einfach erstmal Crushed Eis. Und dann ab in die Ernte hier. Zu kurz dein Rohr, ne? Ja, muss ich den rüberfahren. Komm, Chapeau. Oh nein, Chapeau. Ist auch keine Hilfe heute, ne? Wieder in Notchat. Wieder in Notchat. Und dann muss man auch Emotes raushauen hier, wollen die nicht mehr an. Keine Emotes. Also alles raus an die Emotes, was ihr habt hier, so kochender Fett. Und dann kann der Fan, wer ist denn der Fan-Drescher, der andere? Ich hab die Namen nicht an. Wer war der Fan-Drescher? Der Fan-Drescher. Ja, hier fährt ja nur ein Fan-Drescher aktiv gerade. Die Kornschnecke. Okay. Danke fürs Gespräch. Ja, ja, ich sagen, am Ende lässt du dann den Drescher stehen und machst den Abfahrt. So können wir ja immer reihum einmal abwechseln. Dann kannst du mir das alle ein bisschen dreschen und alle muss einmal abwarten, wenn man am Ende ist. Geht das ein bisschen reihum. Ich soll doch einfach die Produktion stehen lassen, weil wir sind optimal alle versorgt. Ich probier mir auch. Ich zeig's keine an. Ich bin leer. Und Mehl wird nicht hier nicht abgenommen. Soll's ja auch nicht. Ja, ist ja gut, dass es dann nicht angenommen wird. Auf der anderen Seite kann man ja theoretisch in den LKW da auch irgendwo noch rumpack reinbunkern, ne? Ja, ja. Kann ich ja jetzt auch wieder in der 3 da und glaub der Traktor mit den 2 Hänger sind ja auch da. Dann könntest du theoretisch auch oben hinstellen, machen oben leer, unten leer. Ja, kannst du. Weil wenn ich jetzt noch zu meinem Drescher fahre, dann ist der Anhänger ja fast voll. Genau. Wie gesagt, wir sind hier 3 LKW leer. Es sind 3 LKW und der Traktor stehen hier am Feld, ne? Also braucht man nicht unbedingt, wenn man jetzt zu 4 plus 3 schon gleich wegfahren, ne? Das kann, wenn dann... Das kann ich. Genau, wenn von den anderen dann jemand fertig ist, dann kann man ja wechseln. Vielleicht kommt auch noch jemand später. Sammelst du jetzt eigentlich das Obst schon ein, Pascal? Ne, noch nicht. Aber kann ich jetzt mitnehmen, wenn ich da so rumfahre. Ach, und Fett, hast du jetzt mal die nächste Wachstumsstufe vom Zuckerrohr angeguckt? Ja. Das sah doch ganz gut aus eigentlich. Tschüss.
Warst du nicht hier eigentlich am Emergency spielen oder war es ein anderes Spiel, was du im Spiel machst? Ja. Da kommt doch jetzt ein großes Update raus, oder ist das jetzt rausgekommen heute oder morgen oder nächste Woche? Ich weiß es nicht. Von welchem Emergency? Ja, von dem, was im letzten Jahr veröffentlicht worden ist. Ach so, dieses kostenlose Spiel. Ja, aber das spiele ich nicht. Weil es kostenlos ist, oder? Nee, weil es irgendwie nicht das ist, was ich spielen will, sondern das, was ich spiele, ist ja so eine Modifikation, wo man quasi den älteren Emergency-Teil als Grundlage braucht, um diese Modifikation zu spielen. DLC, oder was? Nee, kein DLC, das ist Mod quasi von Leuten von der Community halt. Ja, okay. Das ist Lüdenscheid Modifikation. Lüdenscheid. Ja. Also dieses Standard Emergency, das kann man sich echt nicht geben. Meiner Meinung nach. Na, der Unterschied. Allein schon die ganzen Fahrzeuge. Und so Quatschgeschichten wie ein Abschleppwagen mit Blaulicht und so ein Käse. Und dann halt auch so oft so amerikanische Fahrzeugmodelle und so. Und halt auch so viel weniger umfangreich, was die Einsätze betrifft, was die Fahrzeuge betrifft. Und mit diesem Lüdenscheid-Modifikation ist halt total viel Realismus drin. Da sind dann halt teilweise große Feuerwachen echt nachgebaut worden mit den gesamten Fahrzeugen, die da haben, die ganzen Abrollbehälter und alles. Spielprinzip ist ja sonst das gleiche, ne? Kleine Autos, die du von A nach B lenkst und von oben in der Draufsicht halt sagst, hier musst du da bergen, da musst du hier löschen oder was auch immer. Ja, aber es ist noch deutlich komplexer, weil du zum Beispiel Atemschutz Logik mit eingebaut hast, sag ich mal. Du musst also, wenn du jetzt irgendwo im Rauch und Feuer bist, deine Feuerwehrleute mit Atemschutz ausrüsten. Wenn du das nicht machst, dann verletzen die sich, können sterben. Das ist ja schon immer so bei Emergency, oder nicht? Nee, in Standardwagen glaube ich nicht. Dann hast du Atemschutzüberwachung, das heißt, dass das auch nur eine Zeit lang funktioniert und so. Ich bin der Meinung, dass das alles da dazugekommen ist. Chat. Oh, jetzt wo ich hier gerade in der Mitte bin, sieht aus, wie ich allein auf dem Feld unterwegs. Sind alle am Abtanken. Ach, deswegen ist durch den Weg. Okay. Ah. Ich habe ja schon auf Zeit geschoben. Ganz genau, das ist nämlich der Trick. Da steht Audio auf Mikrofon statt auf. Dann können wir einen Autoloader da stehen lassen, Black Forest, ne? Wegen Crash-Eis nachher verteilen. Ja, ich muss dann in 2-3 Stunden eh nochmal los, weil dann die Sachen wieder leer laufen sonst. So, jetzt funktioniert der Ton auch. Ist doch mal ganz schön. Hattest du jetzt Eier geholt? Auf jeden Fall heute geplant, oder? Weil die oben noch drinstehen. Ja, ich bin jetzt auch gleich erst da. Ach so, okay. Wieso, was ist mit mir? Ja, jetzt war es mit Schmauter. Ich bin gerade eben leise, ich habe noch nichts verstanden von dir irgendwie. Ach so, ich habe das ganze Robstein gesammelt da. Ja. Ah, dann muss ich das gar nicht mehr holen. Ja, ne, alles, eigentlich sollte gar ich das nicht mehr. Oh, ist besser jetzt? Bisschen. Muss es verstehen, mehr? Denke ich. Das Motor drehen hier. Ich zock das auch, ja was? Löschen Sie, oder? Ich hatte nur irgendeine E-Mail gesehen, dass irgendwie eine... Also erstmal kann ich so einen Key kriegen für dieses Kinder-Farming-Simulator für Nintendo Switch oder für Handy. Ja, so gut. Was für dich. Lass mir mal zukommen, kann mein Sohn sich das oder meine Tochter mit 4 sich das angucken. Ja, aber gleich gucken, ob die Zielgruppe, ob die Zielgruppe treffen mit dem, was sie da basteln. Den Rest hast du jetzt alles mit Black Forest, ne? Ja.
Achso, und übrigens dieses aktuelle Emergency, was du da meintest, ist bislang, ich weiß nicht, ob sie es jetzt geändert haben, aber bislang ist das nicht modbar gewesen, also absolut gar nicht. Das ist auch so ein Unterschied zum letzten Teil, weil das grundsätzlich modbar ist. Ich denke nur, dass es wahrscheinlich, dass, wenn das neuer ist, auch eigentlich von der Grafik her auf einem besseren Level sein sollte. Aber ich weiß es nicht. Ist das kostenlos oder ist das Spiel kostenlos oder wie ist das Emergency, das neuere? Das neue ja bislang, also war kostenlos, ja. Okay. Das ist auch irgendwie gefördert vom Bundesministerium oder so, was glaube ich. Irgendwas stand da. Loco wird hier nicht angenommen. Doch, jetzt wird er angenommen. So, jetzt fehlt noch Wasser, Strom. Das kommt alles zur vollen Stunde. Thomas, ja. Und das braucht ja auch Strom noch. In 3,5 Stunden müssen wir dann nochmal losfahren. Ja. Müssen wir eh los, um nochmal Bier zu holen und sowas. Ja. So, wo braucht ihr mich jetzt? Abfahrer am besten. Erstmal. Wo steht einer? Auf dem Feld oder? Auf dem Feld stehen alle. Ja. Wo wollten wir eigentlich hinfahren? Zur Malzfabrik, ja. Als Teils, ja. Ne? Ein Teil Malz, ein Teil Zucker. Ich stehe ja noch im Drescher rum. Ja. Nur zu wenig Leute oder wie? Genau. Wir haben 5 Drescher und 4 Abfahrer. 4 sind jetzt im Einsatz. Du musst dann abgebunkert werden. Ich hab grad selber abgebunkert, gerade in dieser Sekunde. Und halt ohne vorne, die 3 müssten eigentlich relativ, weil wir werden ja gleich bei 70% wahrscheinlich. Ich bin bei 40%. 50. Ja, seid noch nicht ganz der durch, LKW, ne? Der LKW okay. Dahinter, war der schon voll? Am Deich? Fast. Fast. Aber da kommt jetzt einer, das ist eine aktive, 2 aktive Fahrer am Start. Ja. Ich hab jetzt einen, ich hab 26.000 Liter drin. Genau, das ist der. Und da steht einer, der ist fast voll. Genau. Welcher Drescher ist jetzt am vollsten? Der vordere, der mittlere? Der vordere. Einfach von vorne nach hinten dann. Jetzt nehmen wir wieder im Minus. Oh. Ich muss erstmal wieder was verkaufen. Ja, weil es bestimmt die Dreschermiete rund weggegangen ist. Forest, man sollte vielleicht erst den fast volle Hänger, wo da oben am Teich steht, voll machen. Da bin ich gerade nicht reingekommen, mal. Mal gucken. Wenn wir eh zu zweit sind, haben wir zur Zeit genug, dann kann man immer zum Einweg fassen. Ich bin leer. Das ist ja nicht überertragt, halt hier. Ja, wir haben noch 2%, dann gemacht. Ja, okay, dann kann man eh fortfahren. In die Malzfabrik, ne? Emergency Lüdenscheid 1.2.0 in 5 Tagen zum Unterland. Okay. Ach, da kommt auch ein Update, gell? Ja, weil da wird halt auch immer noch dran gearbeitet. Das ist halt, also, obwohl jetzt das Spiel, sag ich mal, ein bisschen älter ist, das Grundspiel. Brauchst du noch was Black Forest oder wie? 2%, ja. Also sollte Florian ja gleich haben. Ja. Pascal hat sich gestern wieder nicht gut um die Kundschaft gekümmert im Restaurant. Da haben wir denn diese blöden... Hat schlechte Bewertungen gegeben. Nee, die Leute sind einfach wieder abgehauen, weil wir die Teller von den Tischen nicht abgeräumt haben und dieses Personal das wohl auch nicht. Ja, also das habe ich mitgekriegt, ja. Ich musste ja Croissants für die Zukunft. Ja, genau, 300 Croissants vorproduzieren, aber die Kunden hauen wieder ab, weil sie keinen Platz im Restaurant haben. Dann haben wir mal einen Tag einen schlechten und das werden wir die anderen Tage... 300 auf einmal. Ein bisschen viel? Nein, ich glaube 4, 5, 6 Lackflächer habe ich voll. 5 bestimmt. 8 glaube ich. Ja, auf jeden Fall genug Croissants. Warte mal, 8. Ich bin leer. 64 Croissants habe ich. Ich dachte auch schon, wahrscheinlich habe ich auch schon zu viel Burger produziert, wenn wir Level 10 als nächstes kriegen mit den Burgern. Aber egal.
Weil ich fand, am Anfang war es irgendwie stressig, aber du bist ja immer noch frisch zukochen musst. Du legst es einfach in die Auslage und gut ist. Ne? Ich dachte eigentlich, macht das nicht Sinn für die Desserts irgendwas anderes zu nehmen, weil das, die Desserts sollen ja eigentlich nicht warm. Nicht, dass es deswegen nachher diesen letzten 0,1% nicht gibt, obwohl du eigentlich alles hast bei 100. Aber ich weiß nicht. Vielleicht nochmal umtauschen. Müssen wir nochmal ausprobieren. Ich habe immer noch zwei Plätze frei. Ja, für die Desserts zumindest. Wir haben gerade die Schilder auf die Straße gestellt für morgen. Morgen wird hier Glasfaser verlegt. Ja. Zumindest auf der Straße schon mal. Oder ja. Zum Haus hin. Ja, beim Haus hin gibt es ein Problem. Bei meiner Mutter im Nachbarhaus nebendran. Da lassen wir es dann reinlegen. Und weil das ist alles Sichtmauerwerk, Backstein. Mhm. Und das heißt, du kannst außer nicht die Kabel hochlegen in die Wohnungen. Das sind neun Wohneinheiten. Ja. Und es gibt Kellerrohre, wo man die Kabel nachziehen könnte. Und da wollen sie es dann immer da mit ins Telefonkabel mit reinziehen oder ins Antennenkabel mit reinziehen. Aber da ich eine Baumstruktur verlegt habe, da vor 35 Jahren, und da will ich am Kabelfernseher irgendwas ändern, ja, dass da Kabel rausgezogen werden. Dann gibt es unten im Erdgeschoss eine abgehängte Decke, da sind Leerrohre natürlich nur hochgebunden. Mhm. Das heißt, wie wir damals die Kabel eingezogen haben, war das ja kein Problem, da war eine Decke offen. Da heißt, dort wo es nicht weiter ging oder wo es Probleme gab, da konnte man am Rohr schütteln und wenn es nicht gereicht hat, hat man das Rohr dort aufgeschnitten und hat es zwischendrin rausgezogen und dann wieder eine Steckmuffe zwischen rein. Ne? Aber das machst du jetzt nicht mehr beim Nachziehen. Und das habe ich denen einen anderen Vorschlag gemacht, dass sie auf der Hofseite an den Balkone praktisch das Kabel hochlegen können in die einzelnen Wohnungen. Mhm. Aber dazu muss man dann halt dort was installieren, ne? Und halt wesentlich mehr Aufwand, ne? Weil sie das wieder noch verlegen müssen. Ne? Mhm. Und da die den Anschluss kostenlos machen wollen, geht jetzt darum, ob das wirklich jetzt kostenlos gemacht wird. Und die erste Firma, die praktisch nur den Anschluss soweit macht, oder die erste Abteilung, sagen wir mal so, mit der waren wir da, haben das so abgesprochen und er hat dann gesagt, ja, das andere, das macht dann eine Tochterunternehmen. Alter, der LKW lenkt irgendwie überhaupt nicht. dann stimmt der die Achse. Schwer ist. Nee, dann stimmt die Achse nicht, hat man zu mir gesagt, die da ist der Sattel nicht an der richtigen Position. Schon wieder nur im Notchat, haben die alle echt so viele Punkte oder was? ich hab noch auch viel zu viele Punkte. 515.000. Und ich hab auch über 600. Naja. Haben es besser als brauchen. Problem ist, dass wir sie bei dir nie verbrauchen werden. Ja. Irgendwann würde ich nur wieder was. Muss man Kanalwetten machen. Mal eine Million Punkte für eine halbe Stunde länger spielen oder so. Da gibt es auch bei Werner für den Gamers dieses 1 Million, nee, oder wie viel? Oder 10 Millionen Punkte, ich weiß gar nicht. Und dann kann man 24 Stunden spielen. Aber das geht nur einmal im Jahr. Das ist auch echt anstrengend. Doch auch, wenn du da irgendwie 100.000 machst, du doch auch einen 12 Stunden spielen. Ja, bräuchte ich nicht mehr anfangen, der fällt so schnell voll, das ist ja auch witzlos. Dann würde ich aber nicht. Dann würde ich lieber 120.000. Florian musste, glaube ich, zuerst machen. Ja, wir mussten damals auch ein bisschen zu bezahlen für den Glasfaseranschluss, weil unser Hausanschluss ein bisschen zu weit von der Au, also von der Straße entfernt ist. Die zahlen ja nur für, was weiß ich, vielleicht 15 Meter und bei uns waren es irgendwie knapp 20 Meter oder 18 oder was auch immer. Und dann musste man halt noch für die extra Meter noch ein bisschen bezahlen, aber es war überschaubar. Okay. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist. Du bist ja eine Einzelfamilie, ne? Haus, ja, genau, ne? Ja. So, bei mir, wenn sie oder das sind insgesamt 10 Wohneinheiten, also 9. Ja, das ist ein anderer Schnack. Genau. Und ich bin leer. Da sie aber das auch für kostenlos angeboten haben, ne? Mhm.
bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen wollten, ne? Na gut, da können sie aber auch gleich 10 Verträge machen. Jeder kriegt ja einen Vertrag einzeln, ne? Ja, da hinten noch was drin, Black Forest, in dem anderen, oder? Ja. Dann spring ich da mal rein. Also, wenn ich jetzt hat Gigabit hab, ne? Übers Kabelfernsehen, wo ab und zu allerdings jetzt immer mehr Probleme macht, sei das die Glasfaser pflegen, ne? Ja. Dass er da scheinbar das öfter mal irgendwas kaputt machen, keine Ahnung. Zumindest haben wir jetzt schon ein paar Mal den Router neu starten müssen, danach ging es dann wieder. Aber von der Leih hat er sich nicht gefangen. Und da macht es ja für mich gar keinen Sinn, auf Glasfaser umzusteigen, ne? Also nicht wirklich. Ja. Ich muss hier Mods in den Chat reinhauen. Okay. Wir haben hier diese 300er Leitung im Upload und im Download und das kommt auch einigermaßen hin. Ja, ich habe 50.000 Upload und halt Gigabit Download. Das ist halt der Unterschied beim Kabel. Das kriegen wir hier nicht, ne? Genau, das haben wir hier nicht. Ja, gut, schneller, also angeblich würde ich auch ein Tausender bekommen, aber übers Glasfaser, aber die kostet halt ein Schweinegeld, ne? Ja, ich habe damals ja wir hatten ja erstmal kein richtiges Internetkabel hier. Gab ja damals nur dieses Kupferdraht, als wir hier gebaut haben, haben sie den letzten Schrott noch eingebaut, dachten sie wahrscheinlich, ja, was wollen wir noch loswerden, ne, vor 12 Jahren oder so, wo das eigentlich schon fast nicht mehr zeitgemäß war, Kupferdrahtkabel, ne? Naja, schon mal einen Speedtest machen, was sagst du immer? Kabelfernseh, ich ja auch. Und das habe ich nämlich auch nicht genommen, weil wir ja Satellitenschüssel haben. Ja, eben. Genau, deswegen habe ich das Haus auch keinen Kabelanschluss verlegen lassen. Genau. So, im Download habe ich gerade 327,98. Und im Upload habe ich gerade. Na gut, auf die 300 komme ich nicht. Aber es ist trotzdem schnell. Also wenn man sich das überlegt, das sind Megabyte pro Sekunde. Ne? Also es sind irgendwie 293. Also wie gesagt, wenn ich dort, wo ich normalerweise Sachen runterlade, da habe ich schon Spitzenwerte gehabt von über 90 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, externe Platte könnte da schon wieder das Manko sein. Ja genau, dass die Platte, die liest schon nicht mehr schnell genug. Aber wenn ich auf den Server lädt, da ist ein Link im Chat, da kann jeder mal sein Internet testen und mal eure Ergebnisse reinhämmern. Also mein Ergebnis habe ich gerade eben genannt. Knapp 303 im Download und 293 im Upload. Ist eigentlich in Ordnung. Kann man eigentlich. Für deutsche Verhältnisse ist das, glaube ich, schon ganz gut. Mal gucken, wer das schlechteste Internet hat. Also Florian. Vielleicht macht Gerd mal einen Test und dann... Ich habe heute 100.000er Leitung, heute ist besser. Ja, wie gesagt, Link ist drin, kann jeder einmal testen, kostet nichts. Einfach nur Startknopf drücken und ja. Internet einmal nebenbei testen lassen. Ich bin gerade hier mit zwei laufenden Streams und das Spiel und mein Junior Neve drauf, ich weiß nicht, was der gerade treibt, habe ich gerade 940 Download. Krass. Ja, ich habe das Stream nicht offen, sonst wäre es für mich unspielbar. Wenn ich aber das Stream und schaue, wenn du auf Server spielst. Der Upload liegt bei 33, 34. Also, Schnack. 36. Aber ich glaube, das schlechteste Internet müsste Ralf eigentlich haben, weil er sagt doch immer, wenn er mitspielt, muss er doch den Stream auf niedrigste Qualität laufen lassen. Florian sagt ja gerade, er kann jetzt schon gar nicht nebenbei gucken eigentlich. So, das Black Forest, einer zur Zeit. Genau. Ich habe eine 250er Download, das ist das, was auch mein Vertrag mir sagt. Also ja, 249,40, ja, aber ja. Kommt quasi ran und im Upload 25. Upload braucht ihr in der Regel ja auch nicht so einen großen. Bei mir ist es praktisch mit dem großen Upload wegen Videos hochladen. Ne? Das aber Stream ist, und so würde wahrscheinlich mit dem 25 nicht gehen, oder? Doch, das wird auch gerade so gehen. Es geht, doch, das ja. geht. Also ich Twitch hab, akzeptiert ja zum Beispiel nur 6.000. Ja. Ich habe ja hier ein eigenes Server und deswegen, wenn hier die Leute halt schon während dem Stream hier dann jemand mit einer schnellen Leitung saugt hat, dann musste ich auch den drosseln, ne? Weil ich dann habe ich es auch gemerkt. Ne? Oh, Big Bayern Fan hat
76, 34, Chris hat 460, Gerd 78, 46, das ist aber auch gar nicht so, Mann, ne? Genau, Minicoles Werte. Aber vielleicht hat Gerd geringere Millisekunden gefolgt. Ich hab 23, 21, 23. Aber noch Pascal, was hast du, was sagt dein Test? Ich hab nicht getestet. Meine Zeit ist ja für so ein Spiel dran. Ja, genau, es dauert eine Sekunde. Ich muss gleich erstmal. Ich bin gerade auf gucken, das schlechte Internet ist hier in Deutschland überall. Ja, aber es müsste bei mir eigentlich so ähnlich sein wie bei dir. Also, kommt auf den Vertrag drauf an, ne? Kommt ja auf den Vertrag drauf an. Hast du auch Glasfaser, Pascal? Ne, haben wir nicht. Ich habe nicht so viel sein. Ich sag ja ähnlich. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich genauso viel haben muss. Viel schlechter wird es, glaube ich, aber auch nicht sein. Beim Glasfaser habe ich halt normal symmetrische Up- und Download, ne? Und beim Kabelfernsehen natürlich nicht. Also über Kabel. Wobei ich es auch komisch finde, also da heißt es ja auch bei meinem Anbieter, ich könnte auch eine 1000er Leitung, müsste halt dann viel mehr zahlen. Ja. Aber ich frage mich, ob das überhaupt ankommen würde bei mir. Zu viel. So eine hohe Geschwindigkeit, also ich kann mir das. Ja, wofür braucht man jetzt noch, ne? Also für deine, was sagtest du gerade eben, 250 im Download ist völlig genug. Ja. Ja. Also pro Sekunde ist das meistens, ist ne? Also wenn du dir ein großes Video hoch High-End hier 4K-Qualität oder ein Spiel runterlädst, wenn der Gegenpart dir das auch zur Verfügung stellt, was du könntest, dann hast du da eigentlich keine Probleme, meiner Meinung nach. Hat das was damit zu tun, wie viele meine Millisekunden hier sind, oder? Nein. Nee. Das ist der Ping sozusagen. Das ist die Reaktionszeit, kann man sagen. Das ist eine ganz andere Ecke. Da hatte ich ja damals dieses Satelliten-Internet hatte ich damals auch und da habe ich fast einen 1000er Ping gehabt. Also da war Online-Spielen erledigt. Leer, ja. Hast du immer noch nicht, hier hast du das. Was war Speedtest im Internet? Wir haben 500, ja gut, halt auf dem Papier, aber dann ja scheinbar nicht in echt. Aber wenn der Speedtest das gerade sagt, was du da wiedergibst, ist das gerade dein aktueller Speed. Also ich habe hier auf dem Rechner, wo ich das jetzt gemessen habe, habe ich normal schlechtere Werte wie auf meinem Spielerechner. Und das hängt halt damit zusammen, da sind noch zwei Switch von der Tragschalte. Ne? Ein Switch hier direkt am Schreibtisch und dann vom Wohnzimmer, wo der Internetanschluss ist, geht es dann erst auf den Switch noch im Wohnzimmer, wo dann Drucker und halt andere Sache und dann halt von dort aus geht es dann weiter in mein Zimmer und ins Zimmer vom Junior. Na, ich bin mit Kabel jetzt hier drin. Also ich habe jetzt 121 und 24 im Upload. Ja, sieht man alle. Im Upload seid ihr in der Regel alle weniger. Da habe ich tatsächlich auch das große Paket genommen im Upload, weil ich halt genau weiß. Millisekunden habe ich 19. Ja. Muss das Video hochladen, da sind natürlich immer ein paar Gigabyte, die hochgeladen werden und häufig ist es so, früher musste ich ewig warten oder eine Stunde lang, bevor mein Video hochgeladen war und heute sind die Videos schneller hochgeladen, als ich die Fotos für YouTube vorbereitet habe oder so, ne? Also ja, das merkt man natürlich, das ist bei mir dann. Zeigen meine Werte ja dann, dass ich nicht auf Glasfaser angewiesen bin sozusagen, dass es auch ohne... Die sind in Ordnung, würde ich behaupten. Die sind fast, ja. Es sei denn, wie gesagt, du willst, kann man riesige Daten hochladen, ne, wenn es irgendwann Lust dauerte. Aber das geht auch noch. Also es sind 25 Megabyte pro Sekunde. Also dann bist du halt 10 Sekunden 250. Ein Gigabyte ist in einem, ne? Das geht ja alles. Das Schöne ist vor allem zu sehen, dass man das, was man bezahlt, auch bekommt. Ja, das finde ich auch. Das ist nicht der Hälfte ist oder so. Das, ne? Ist ja häufig nicht so. Das ist das Problem, ja. Aber ich glaube, wenn es einen gewissen Bereich überschreitet, dann kannst du die, glaube ich, Beschwerden nicht weniger zahlen. Ja, du musst es nachweisen, deswegen. Du musst, glaube ich, mehrfach gemessen haben, oder? Und nachweisen können, dass du halt regelmäßig irgendwie deutlich unter dem bist, was du eigentlich haben sollst. Und dann kannst du Was halt in der Verbindungsdate in der Fritzbox drin steht, zum Beispiel, das sind dann nicht die Werte, wo danach ankommen. Ne? Und wenn du von Vodafone dann den eigenen Test nimmst, dort werden dann, wenn die feststellen, dass deine Daten zu schlecht sind, dann kriegst du eine Messung, die nur bis zu der Fritzbox geht, ne? Um eben dein Hausnetz auszuschließen. Ne? Ja. Und nach dem geht's. Und wenn das dann zu schlecht ist, dann kannst du reklamieren. Das hatte ich früher auch. Da habe ich noch diese alten Netzwerkkabel, die sind ja teilweise noch auf 100 oder so begrenzt. Ne? Wunderbar, bis ich, hey, wieso kriege ich hier nur 100? Wenn Card 4 Card hast, weil Card 5 E oder so,
ist es schon ein paar Gigabit, ne? Ja, genau. Aber man hat ja doch noch irgendwo alten Kabelkrams irgendwo. Und was man manchmal so, dann hatte ich mal damals ein ewig langes Kabel und das hatte ich alles neben mich. Und dann, ja, wieso kommt hier so wenig an und so, ne? Warum ist denn hier WLAN schneller als das Kabel? Das kann doch nicht. Und okay. Was, das hängt mit der Länge vom Kabel? Nee, nein, das Kabel war ein alter... Länge ist auch begrenzt, aber alter Typ. Qualität von der Abschirmung, ne? Weil ich habe auch ein relativ langes Kabel durch die Wohnung. Nee, das ist an sich egal, wenn es ein neues Kabel ist. 20, 30, 40 Meter sind. Haben wir noch einen Abfahrer? Problem. Ich bestehe mittlerweile. Ich habe ja nicht Bescheid gesagt, bin selber schuld, ich weiß. Aber ich sage jetzt mal Bescheid. Black Forest, wie sieht's aus? Oder soll ich das machen? Was? Abfahrer? Abfahrer. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Chris, was hattest du für Daten bei Chris? Was hat Chris denn für einen Test gehabt? 460, obwohl du 1000 haben sollst. Das ist ja schon ein Unterschied. Aber es wird ja auch immer mehr. Immer mehr Leute gucken Internet, Fernsehen, ne? So heißt Net und überall nur noch Netflix, ja, zum Beispiel. Genau, alles oder, nur noch. Aber zum Prime. Genau. Aber trotzdem, so eine Tausenderleitung ist ja ziemlich teuer. Also da würde ich mich mal beschweren. Also ich hab... Wo stehst du denn, Fett? Ich sehe dich gar nicht. Richtung Deich schon oben. In der Mitte. So, der fahrende LKW dann links von dir. Ja, ein bisschen mehr links noch und dann... 40 Euro geht ja auch. Ich zahle, also wir zahlen 50 Euro. Ja, ich zahle 58, habe allerdings einen Business-Anschluss. Ich zahle auch 40 Euro. Ich habe auch 80% voll Black Forest, ich bin unten. Ach ja, Florian Traulig, was machst du denn dein Internet-Test? Ja, kam Black Forest. 6000 oder 2000? Ich habe hier. Keine Ahnung, ich habe 80%. Noch nicht getraut, oder? Nee, ich habe. Ach, jetzt den Stream nicht auf. Ach so, nee, das stimmt. Du musst einfach bei Google Speedtest mal eingeben. Ja, der Link hier, der geht doch. Ja, aber er hat doch den Stream nicht auf. Ach so. Ja, genau, wenn der Stream nicht auf ist, dann kann man das nicht. Speedtest.net heißt die Seite. Ja, man kann auch nur Audio streamen oder nur Chat aufmachen bei Twitch. Ja, ja. Ja, bringt ja auch nichts, ne? Nicht wirklich. Ja, um einmal den Link zu generieren und dann wieder zu schauen. Ja, dann kann er da reinklippen, das ist ja kein Thema. Ja. Speedtest.net ist nicht so kompliziert. Black Forest, wo hast du eben abgekippt? Oder wo soll ich jetzt abkippen mit dem? Ich würde die Malzfabrik einmal vollhauen. Na gut, wir brauchen ja nur 600.000 im Jahr, ne? Ja, aber da passen eh nur 500 rein. Also von dem her. Passt eine Million rein. Hä? Ausgabe. Letztes Mal doch geguckt, oder? Ich meine, da passt doch immer eine Million rein. Dann habe ich mich irgendwie beim letzten Mal geguckt. Wie soll ich denn so, hast du irgend so eine Idee, das Masseverhältnis, wenn man jetzt Melasse als Booster für Mineralfutter nimmt, wenn man wie viel, hast du eine grobe Idee im Kopf? Wahrscheinlich, ne? Ich muss meinen Chef mal fragen, der das ja gekriegt hat. Ja, man muss ja selber auch hier überlegen, was macht Sinn, also wenn man da wie viel Liter jetzt reinpackt in die Produktion und wie viel soll man Mineralfutter boostern, ne, nach dem Motto. Ich hatte ja eher gedacht, dass man das ein bisschen den Kleiverbrauch denn reduziert. Weil du kannst ja wirklich, das ist ja eine 1:1 Produktion mit der großen Futterfabrik. Die beiden zusammen oder nur die große im Verhältnis dann? Ne, nur die große braucht ja alles. Also wenn du Buchweizen laufen lässt, hast du irgendwie 100 Überschuss, glaube ich. Weil das ja nicht viel Klei bringt im Ausfutter. Wo wir gerade beim Mineralfutter sind, beziehungsweise ja dann Futterfabrik, wie ist denn das bei dir, Pascal? Also ich habe jetzt seit kurzem die große Futterfabrik in Betrieb und habe das Gefühl, dass das nicht mal ausreicht, um einen großen Kuhstall damit zu versorgen. Ja, wenn er nachher ganz voll ist, reicht das nicht. Da musst du immer noch was zukaufen. Von der großen Futterfabrik reicht das nicht für einen einzelnen Kuhstall. Nee, also doch für einen schon. Verbrauchen. Aber nicht für zwei. Wenn du noch mal einen Hans Animal sagst, dann brauchst du wahrscheinlich schon drei Futterfabriken für einen Stall. Ich mach das ja auch so zum Beispiel. Ich hab ja vier Kuhställe und zwei sind für Milch. Die habe ich mit Mischstation, also mit diesem Roboter laufen. Und dann habe ich zwei noch nur für Zucht und die fütter ich nur mit Heu, das reicht ja auch aus. Die müssen dann mit Mischration gefüttert werden. Ja, nee, weil ich habe halt den großen 1000, was ist das, 1500 oder 1800 600. Oder? 600, okay. Und da habe ich das Gefühl, dass das irgendwie nicht ausreicht, die große Futterfabrik jetzt ohne Booster, muss ich dazu sagen. Naja, und wenn du Booster hast, dann reicht das, also es reicht für zwei Kuhställe, wenn die ganz voll sind, ist es echt knapp.
Ja, dabei das kommt schon eine ganze Menge bei raus, ne? Also ist ja nicht wenig, was man da reinpackt und was rauskommt. Ich glaube, irgendwie 1800 oder so pro Stunde, ne? Und wenn man diesen Futterroboter hat, dann braucht man keine Futterfabrik oder wie? Nein, dann bringst du das alles ja dahin. Bringst du Heu, ne? Silage, Stroh, Mineralfutter. Und bei mir ist die Futterfabrik jetzt ja so ein bisschen auch als ja, für Mineralfutter daneben, damit man es mir selber herstellt. Das Problem ist halt, ich sehe ja nirgends, wie viel mein Kuhstall an Futter verbraucht so in der Stunde. Nicht so wie bei einer Fabrik, wo man in XML nachgucken kann. Kannst du auch. Doch, alles in XML hinterlegt. Echt? Klar. Ich erinnere da, was eine Kuh pro Stunde verbraucht können. Nee, was der Roboter pro Stunde zusammen mischt, der mischt ja immer so lange, bis der Kuhstall voll ist. Und dann kannst du ja in eine Animal XML hinterlegen, wie viel die Kuh pro Stunde frisst, pro Tag meine ich. Und dann nach Altersgruppe, ne? Kleine Tag, Kuh, ja. Mittlere Kuh, alte Kuh oder so. Ich hab das 15%. Ich bin jetzt hier nochmal durchgefahren gleich da drüben, ne? Damit wir dann nicht immer weit auseinanderfahren. Ich kann das sonst nachher mal raussuchen. Da muss ich mir wohl nochmal überlegen, wie ich das mache, ob ich dann nochmal die kleine Futterfabrik zusätzlich wieder stelle. Na, das Problem ist, dass du halt eben keine Klei über hast. Du kommst ja ein Kuhstall alleine, wird ja dann doch auch dein Fleisch und dein Milchbedarf nicht decken. Nee, du brauchst eigentlich drei Kuhställe. Ich habe ja zwei Kuhställe. Ich habe einen für die Zuchtrinder, die ich nur vom Schlachter habe, und einen nur mit Milchkühen, den großen. Ja, aber einer nur mit Milchkühen wird nicht reichen, glaube ich, mit der Milch. Ja, muss ich mal sehen. Ich war der Meinung, das reicht, aber vielleicht täusche ich mich auch. Muss ich mal gucken. Ich habe im Labor bringe ich noch keine Milch hin, also von dem her, die Käserei habe ich auch noch nicht. Ja, das macht schon einen Unterschied. Aber ich habe das mal irgendwie in meinem Testspielstand getestet und da war ich der Meinung, das würde reichen. Da habe ich mich getäuscht. Was bringt denn eine Kuh an Milch? Ich weiß es auch nicht. Man geht natürlich jetzt immer von ausgewachsenen Kühen aus, ne? Nicht von den kleinen, sondern von den ausgewachsenen Holsteiner. Die Holsteiner. Ich würde wieder meinen, dass das gerade so reichen würde. Die effektivsten Kühe sind. Weiß ja irgendjemand vom Chat da was. Ich glaube, Fett macht die Animal XML gerade auf. Da. Ja, ich guck halt mal. 200 Liter, glaube ich. Wie viele Kuhstelle? pro Tag oder wie? Brown? Ne, das sind die Braunen. Die Holsteiner auch. Also die bringen beide gleich viel. Also die Sorten sind eigentlich egal. Also meiner ist mit Holsteiner. Nee, ich habe das eingestellt. Bei Holsteiner sind ein bisschen mehr. 225. Ach, 225 pro Tag oder was? Ja genau, Liter pro Tag pro Tier. So, jetzt mal durch ab 24. 12 Monate. Unter 12 Monate nix, ab 12 Monate 225. Komme ich auf 9,375 Liter pro Stunde. Pro Kuh. Oder mal 1600, ja. Muss jetzt einfach sagen, wenn du 1000 Kühe hast, hast du 225.000 Milch. Wenn du 1500 Kühe hast, hast du halt 340. Dann komme ich auf 15.000 Liter Milch pro Stunde. Und was verbraucht man denn? Gerade aus, vielen Dank für den dicken Substufe 3 im 16. Monat am Start. Vielen herzlichen Dank für deinen Support, Mama. Auch 1500. Willkommen zur Milchkalkulation. 800. 1400, 22, 3000, 4200, 5000, 6500 brauchst du allein schon nur mit Labor und Molkerei. Wollen wir nochmal einen Abfahrer? Direkt hier unten in der Fischfabrik. Red Force, soll ich das machen oder? Ich glaube, mein LKW steht da unten sonst noch. Dann springe ich da schnell wieder rein. Ja, okay. So, also ich bin jetzt der Meinung, wenn ich Milch und zur Molkerei und zur Labor bringe, bleiben noch 8500 Liter übrig. Und was braucht jetzt die Käserei pro Stunde? Das weiß ich auch nicht. Müssen wir jetzt auch nochmal kurz in die XML gucken. Das ist ja gleich ein paar mehr Zweige, die du zusammen machen musst. Käserei, ja. Haben wir den nicht hier sogar schon? Haben wir doch schon. Ne? Nee, haben wir noch nicht. So. Mal gucken. So. Mal gucken, was sagt das denn? Nee, das war meine Animals-Datei. Was sagt denn das Enhanced Animal System?
Wie würden denn die Tiere aussehen? Vor allem, da machen die Kühe auch erst, glaube ich, ab 24 Monaten Milch oder ab 36 sogar. Irgendwie dauert das total lange. Eigentlich müssten die Shell-Modelings funktionieren. Das hat schon mal einer geschrieben, aber ich habe getestet, bei mir funktionieren die Links. Die geben erst Milch, nachdem sie das erste Mal reproduziert haben. Nachdem sie gekalbt haben, ne? Ja, genau. Im echten Leben. Genau, macht ja auch Sinn an sich. Also ich finde, das an sich ist das System gut. Ich hatte mir auch schon mal eine spanische Version runtergeladen von den Tieren. Die gibt es nämlich zum Downloaden auch in Spanien, so nach dem Motto. Dieses ganze Animal-System. Aber da weiß ich auch wieder nicht, ob das geklaut worden ist und dann wieder frei zum Download gestellt worden ist oder ob das Original ist. So, wo habe ich denn das? Download. Downloads. Enhanced Animal System. XML. Enhanced Animal System Kühe. Was? Die sind nicht die aktuellste Version. Liter per Month. Based on Age. Liter per Month. Sag mal, aber die Käserei, kann das sein, dass die nur 3000 pro Stunde braucht? Insgesamt? Ach, guck mal. Also die Tiere im Enhanced Animal System in ihrer Hochzeit produzieren die 1200 Liter Milch am Tag. Also wenn sie 30 Monate alt sind und wahrscheinlich halt gerade, das ist ja, das, die unterscheiden ja auch so ein bisschen, es gibt mehr Milch, nachdem sie einen Kalb gekriegt haben, ne, nachdem sie schwanger waren sozusagen. Und es gibt weniger Milch, wenn sie irgendwie länger, was weiß ich, also das halt hängt auch mit dem Kalben zusammen. Sind nicht die aktuellen Links oder was? Ne, Mods-Pack ist noch Bear-Mods und Files-Admin 3.4. Ein Produktionspack ist 3.5. Also warte mal, die Molkerei, die Käserei produziert doch Käse, Frischkäse und Mozzarella. Ne? Mhm. Käse, Frischkäse und Mozzarella. Genau, da steht ja jeweils 1000 Liter. Wird der Link auch dazu, da steht 3.4. Ist es auch wirklich 3.4, wenn man es runterlädt? Nur weil rechts 3.4 steht, heißt natürlich nicht, dass es 3.4 sein muss. Ja, das hier bei der Map. Also wenn ich die XML hier richtig lese, braucht da jeweils 1000 Liter pro Stunde. 100.000 steht, ja. Das heißt aber, dann würde doch noch deutlich Milch übrig bleiben pro Stunde, also mit einem großen Kuhstall. Ich habe nicht mitgerechnet. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bleiben pro Stunde mit dem großen Kuhstall 5500 Liter Milch pro Stunde übrig. Ja, stimmt, sonst brauchen wir noch nichts von Milch, ne? Ja. Ja, also dann scheint es doch zu reichen. Zwar gut zu reichen. Aber darfst du ihn halt auch voll haben mit Milchkühen und nicht noch mit drin, also nicht mit Nachwuchstieren oder so, dann. Ja, so habe ich das ja auch. Ja. Ich glaube, ich habe auch meine Rechnung damals noch gemacht, wo nur die Tausenderstelle waren. Weil ich glaube, mit dem normalen Tausenderstall reicht es nämlich nicht. Ich glaub, damit deswegen habe ich den Rechnung großen Stall einmal für die Milchkühe. Und ich bin auch der Meinung, dass der Tausenderstall reicht, um Kälber und normale Rinder immer zum Schlachter genug zu bringen, wenn man das gut aufteilt. Ja, da reicht auch ein großer Stall. Ja. Bei der Map gibt es auch nur 3.9.1. Es gibt keine Version 4.0, auch wenn sie 4.0 heißt. Das heißt aber dann, es ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ein bisschen verwirrend, aber ist erstmal so. Dass die normalen Rinder reicht, also Heu meinst du, die zum Schlachter kommen. Naja, also da mache ich ja mal diese Limousengen und Angus mache ich und dann bringe ich da mal nur Heu hin. Das heißt, ich muss ja nur den 1600er Stall mit Mischfutter beliefern. Das heißt, wenn ich den Großfutterfabrik booster, dann müsste es ja reichen, oder? Ja. Okay. Dann muss ich mal jetzt dringend die Pelletsfabrik bauen. Pellets? Mal zum Boostern. Heu und Heu. Bin bei 95%. Ich bin voll, ich stehe. Achso, und deswegen brauchen wir dann hier auch keine Futterfabrik, weil wir hier diese Futterroboter haben. Ich habe auch 80%. Aber dann produzieren wir ja kein Futter, kein Mineralfutter. Wir verkaufen die ja mal ein.
Ja, das ist das Problem. Deswegen habe ich ja gesagt, dass wir die Futterfabrik kaufen müssen und nur die Mehlfabrik haben. Hört ihr mich? Mhm. Ich habe uns ja gerade gefragt, aber Hilfe braucht man. Ich bin wieder voll, ich fahre jetzt einmal abfahren. Na gut, dann sagt das doch eher. Sorry. Stehen drei Drescher, ne? Ja. Ja, ich war gerade mal 2 Minuten gestanden, weil ich in die XML reingeguckt habe. Und es stehen die Drescher und haben schon 10 Mann. Na, da kann ich jetzt ja Speedtest machen. Hm. Oh Gott, ob ich die Mail noch hab von die letzte vom. Mini-Keule, war das dieser Speedtest Tom, bei Okla? Ja. Okay. Mal den. Ah. So. 14. war das, ne? 14. 14. Das letzte Update, unser ja. Unser Feld, gell? Die Versionsnummern sind nicht aktuell, die da stehen. Aber an sich ist es, sind die Links werden wahrscheinlich aktuell sein. Chili vielleicht nicht mitkopiert gehabt. Also die Zufahrt zur Malzfabrik Schüttgutabgabe ist ja richtig dumm. Wie soll man die bitte mit Autodrive machen? Da muss man ja rückwärts ranfahren. Hier geht das. Du kannst rundherum fahren. Perfekt. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Dann ist sie zu nah am Zaun hier. Dann ist sie hier ein bisschen zu nah am Zaun vielleicht platziert. Denn der muss das safe. Das kann ja sein. Nur einmal hier so einen großen Bogen erstmal rum um diesen Container. Nee, du fährst von links rum doch ran, oder wie fährst du ran? Du fährst falsch rum ran, du fährst von. Ja. Also Download 91,47, Upload 29,66 und Ping 12. Bei mir jetzt auch, du hier. Download 6,55, Upload 1,91. Das ist echt schlecht. Was war das? Ich habe gar nicht zugehört. Das ist wirklich, also, das war schon die unterste Grenze, dass man noch mitspielen kann, glaube ich. Deswegen dauert auch immer die Synchro wahrscheinlich so lange bei dir. Ja. Ja, aber deshalb ist ja auch. Habe ich auch schon mal gemacht, ne, bei Primofen gehabt, das geht gar nicht. Das ist ja auch, das sind ja gar keine Daten. Das ist Kupferdraht. Download. 6,55. Alter. Oh, ich habe 91, noch. Und was hast du für einen Vertrag? Was zahlst du? Ich weiß gar nicht auswendig. Du kannst Schnecke, da sieht man, dass sich alle. Ja, wahrscheinlich auch so ein Fall, wo man sich mal beschweren könnte. Kaputt gefahren. Es gibt welche bei der Telekom zum Beispiel. Da kriegst du, da hast du im Vertrag eine 16.000er Leitung, aber es steht drin bis zu 16. Wenn da bloß 6 bekommst, kannst du. Oder 12 bekommst, dann kriegst du halt bloß 12 oder bloß 6. Ich würde trotzdem aber mal gucken, ob es da nicht an dem Ort irgendwas anderes gibt. Es gibt, es ist der kleinste Vertrag, wo es gibt und die können das entweder zu deiner Geschwindigkeit anbieten, deswegen heißt es jetzt im Vertrag bis zu. Aber ich glaube, du hast, glaube ich, ein Recht auf eine gewisse Mindestgeschwindigkeit. Ja, aber dann kriegst du, wenn du auf das verzichtest, du. Wenn es nicht zur Verfügung steht und wenn nicht verzichtet tust, dann kriegst du keinen Anschluss. Hast also keine Chance. Wenn die dann nicht mehr liefern können, können sie nicht mehr liefern. Bei meiner Tochter ist genauso. Die hat eine 16.000er Leitung und da kommen, ja, wenn sie Glück hat, kommen 12er an. Ja, wir müssen jetzt einmal tanken. Ich bin bei 16%. Weil ich habe da jetzt was gelesen, da hat es die Bundesnetzagentur jetzt irgendeinen Anbieter dazu verpflichtet, irgendwo bei einem Haushalt eine feste Leitung zu legen. Ja, weil es war aus wie der Bundeskanzler wahrscheinlich. Leer. So, ja, was sagst du hier, Florian? Wollt ihr was sagen? Ja, man muss jetzt einfach mal anfragen. Bei uns liegt ja jetzt Glasfaser. Leitung haben wir jetzt ja ins Haus reinlegen lassen. Ja, ob die jetzt mittlerweile freigeschaltet ist und von der Straße aus. Da muss man sich mal ein bisschen drum kümmern, weil das ist ja schon, auch wenn du denn mal irgendwas guckst oder so, das ist schon echt wenig, was du da an Daten zur Verfügung hast. Ich muss mal fragen, ob was es dann jetzt kostet, Glasfaser und. Ja, das war immer eine Preisfrage. Ja, aber ich kommt euch jetzt ein Kunden hier, wer auch immer im Glas hier unten sitzt. Ich. Ja, fährt auf die Bahn. Hä? Der ist noch ein Plan neben mir. Nee, da kommt dir schon einer entgegen. Ich musste das hier, weil sonst ist mein Schuh hier wieder eine Frucht. Kannst du noch umdrehen? Nee, weil ich bin schon bei der Hälfte. Ich bin ziemlich am Anfang. Das ist kein Thema. Welche Bahn ist dann für mich frei?
fahr ich dann lieber aufs andere. Ja, danke. Okay. Danke fürs Gespräch wieder. Therapie für Pascal. Du kannst neu anschneiden, kannst gucken. Oder da drüben anfangen, wo man schon hat. Das ist auf jeden Fall passt, dass das Rohr wieder außerhalb der Frucht ist. Ja, alles gut. Ich bin ja leer, das heißt, ich komme ja eh durch. So. 1, 2, 3. Gut, aber wir sind am Ende der ersten Folge, genau eine Stunde sich gerade. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Bis zur nächsten Folge. Weiter mit 78, mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge schaffen. Bis dann, vielen Dank und tschüss. 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 Tschüss.